Guten Abend. Willkommen an unserer Sendung von der Chamberwahlen 2018. Viele Themen, viele Punkte stehen an den Wahlprogrammen. Heute freuen wir bei dem Kandidaten Kamil Liesch von den Piraten am Süden, wie genau noch. Guten Abend, Kamil. Ja, einen schönen guten Abend. Die letzte Woche war Schulrentrée. Was ist die Meinung vom Enseignement und was geben Piraten einiges Mal? Bon, vielleicht der Matkit, dass die letzte Woche überall Rentrée war, sowohl an der Grundschule wie auch an anderen Schulen. Also, wir respektieren die Arbeit, die die Enseignants machen und die Remplaçants sind, vollstens. Wir sind der Meinung als Piratenpartei, dass die Leute nicht nur sollten ein Kontrakt à durée déterminée, mais ein Kontrakt à durée indéterminée kriegen. Ich meine, das ist eine Leistung für die Leute, weil die wissen, wo sie da sind, also können sie ihren Erfolg noch mehr bündeln. Können Sie die Idee mit? Ja. Im Moment sind 5000 Menschen an einer sogenannten Beschäftigungsmesur, CDD, Contrat à durée déterminée, mit allen negativen Aspekten. Wie steht die Piratenpartei dazu, bis ihr das kein Bankenprämie möchte? Ja, also wir sind 300% der Meinung, dass das am Anfang moderne Sklaverei ist. Also, ist so, wenn ich 12 Monate an einer Mesure de Travail bin, dann hat der Minister heißt Nicolas Schmidt, als Erbesminister, sind da 10 Jahre dabei, die sagt, ja, normalerweise hält der Patron hier an, und die gibt dann einen festen Kontrakt. Allerdings ist das nicht der Fall. Ich habe mit Leuten geschwärt, die sind die 5 Kehr schon an seiner Mesure de Travail, die kriegen einfach keinen festen Kontrakt. Und da kennt das nichts. Das sind die Leute, die wollen auf die Bank gehen, die hätten gerne so. Und die kriegen nichts da. Also wir, und ich auch persönlich, sind der Meinung, dass die Leute müssen geholfen kriegen an der Richtung, dass der Staat für die riecht, steht der Tisch so ähnlich wie die ONG, dass die Leute da 7.000 Euro geleint kriegen mit Hilfe vom Staat. An den letzten Tagen geht es um jetzt von einer neuen Transportkultur Monorail. Fand ihr die Idee echt besser wie ein Tram-Relation, bei aber keine Quantumsperrung was? Also, wir sind der Meinung, und wir begrüßen auch alle Mode Transport, das heißt öffentlicher Transport. Am Übrigen sind wir auch die jahrelang schon propagieren, dass der öffentliche Transport für nicht das. Aber allerdings auch nicht irgendwie Emploien wegzuholen. Wir sind am Anfang der Meinung, dass alle neue Ideen, wir sind sie natürlich auch prüfen, dass sie sinnvoll und noch finanzierbar ist. Also, ich höre noch permanent, dass wir einen Tram sollen bauen von Lützeburg bis auf Esch, den 2035 recht fertig ist. Also, lassen wir aber ein bisschen realistisch sein. Und mal erstens gucken, wie lange Zeit das wir dafür brauchen. Zweitens die Zeit, die wir brauchen, von Lützeburg bis auf Esch, die ist auch mit dem Zug aus der an 25 Minuten zu bewältigen. Also, die sagt die Leute echt da auf der falschen Seite. Und bon, ein Minister, den Transport in sich hat, der lässt auch gerne von sich schwätzen. Ich will nur ein Beispiel. Wir wollen 2021 Formen von Wittlich über Trier West. Auf Lützeburg, da machen wir aber für drüben noch nachsehen, eine Pressekonferenz, obwohl das dann in den nächsten 3 Jahren reicht. Verschiedene früheren Eisenbahnlinien leiden, braucht schon da. Für Jahren am BTB-Projekt Bus Tram Bund sollten die Strecken für den Personentransport reaktiviert gehen. Leider fehlt dem MMD, dem Minister, der Courage, weil den RGTR-Service mehr noch leidet. Was meint ihr da? Bon, wenn ich so ein bisschen am Westen von unserem Land gucke, da sind ein paar Eisenbahnstrecken, die zum Teil am Dornrösen schlafen leihen, wie zum Beispiel von Kleinbetten auf Stengenfurt, da sind einer von Biesen auf Battlebrick, da ist noch Güterverkehr, da ist schon 4 Jahre, das sind 20 Jahre hier, das ist keine neue Erfindung mehr. Wir haben auch als Komitee des Usagers sind wir der Meinung, dass sie die Streckenremnisse reaktivieren können. Allerdings, sieht der Minister, die fand doch all möglich,
an onméiglech Reaktionen, fir te soen, dat gët ze deier, dat ke Mënsch de do mat fir an so weiter. Mir sinn der Meinung, dat se die Streckenremnis kënnt reaktivéieren an an engems och dafir suegen, dat et an den Deferremnis mir rëmmech gëtt, dats du eng nei Lebenswenskalitéit entsteet, schën zum Beispiel Kklengbette Stengefort, do fuieren duch dat Duf Stengefort, do fuieren all der 4.000 Gefährer, guck, wenn wir die mal geben, von 10% von denen Leute geben, den Zug holen, dann geht es schon viel mehr ruhig am Westen gehen. Und finden Leute schon Zug lehnen? Ja, du hast die Gär, die geht nicht exportiert, das heißt, wir haben die Zweck entfremdet, tun wir die machen wir irgendetwas anderes, damit, also das ist ein Programm gewischt für uns, dritte Regierung, die Regierung, die für drunter da war, die sollten das ja reaktivieren, respektive die sollten überhaupt eine Verbindung auf den Findel machen. Aber das ist dann nur, als das vergisst, weil wir leben mit dem Tram 3-4 Stunden durch die Landschaft fahren. Wäre dann nicht mehr billig, die Zuglinien zu benutzen, wie ein ganz neuer Tramstreik dort? Ja, also es sind nur 300% streben wir das und wir, wie gesagt, es sind auf viele Plätze nicht aktiv, wo auch Leute sind, die sich für den öffentlichen Transport interessieren. Aber wir sind alle gut in der Meinung. Allerdings ist der Message, den die kleinen Stierflächen weitergeht, die könnt normalerweise könnt die nicht auf der Plätze und das ist der Feedback, die fehlt. Wie soll der Westkontur mal ausgesehen? Für Jahren wäre schon Etude gemerkt, für ein Kontournement rundherum als Hauptstadt zu machen. Allerdings, aus dem Laufen der Zeit, als immer mehr schwierig ging, weil die Terrain, die damals zur Verfügung wären, weil die einfach nicht mehr da sind. Das heißt, die sind verbaut. Es wäre höchstwahrscheinlich bald nicht mehr möglich, für ein Kontournement zu machen, weil eben. Sowieso in einem Halbkreis geht, kann ich nicht rundherum als Hauptstadt fahren. Das ist leider eine verpasste Chance. Monoparental und eine schwierige Situation. Wie will dir ihnen helfen? Ja, wenn ich so mit Leuten schwätze, die alleinerziehend sind, da stelle ich immer am nächsten fest, dass es sowohl logistisch wie auch finanziell immens schwierig ist, für die zwei einer zusammenzukriegen. Ein Mann, die Meus, jetzt kann, muss an den Kreis oder an die Schule feiern, da noch ihrem Job noch gehen, da noch am nächsten kann sicher gehen, dass ein Erbicht, ehrlich, so ist nicht zu bewältigen. Ne? Da könnte das nächste, dass die finanziellen Enjeu, die meisten Leute, die monoparental sind, sie geschieht, die haben dann auch nach einer Obligationen, auf jeden Fall müssen sie auch gucken, dass sie um einen Vermögen überhaupt nach so hin. Also wir sind der Meinung, dass es nicht so geht, für diese Leute, für denen zu helfen, mit einem seelischen 200 Euro als Mietgeld, aber das müsste schon ein bisschen mehr stabil sein. Gratis Krieg, gratis... Ja, also gratis Krieg, wir sind, auf alle Fall sind wir für gratis Krieg. Ich muss zwar eine Woche nach einer Parenthese machen, wir geben den Leuten dabei eine Chance, die Tisch, in die Welt bei seinem Kant bleiben, bis drei Jahre ist für Eisen von Geholl die beste Zeit, der Tisch, die wichtigste Zeit für Kant bis 3 Jahre zu begleiten, der Tisch, dass man kann, die Zeit dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr just Kant bekümmert. Dir will es am Congé parental da etwas ändern? Ja, wie gesagt, der Congé parental ist gut, aber es muss ich vielleicht doch ein bisschen über die zwei Parteien auch gucken. Das heißt, wie weit kann der Patron mitgehen, eine kleine Unterprise, packt die das für, wenn die zwei Mal da bist, an den einen, den hat tauschend von der Zeit, hat den Congé parental. So, wir sind dann eine Möglichkeit finden, für dann die Zeit auch einen Ersatz zu finden für den Patron. Ich meine, wir sind ja nicht gegen Patronat, beileibe nicht. Mit müssen die zwei Sachen muss ich von Gott an den Equilibre kriegen. Für kurzem hat der Doktor ein IRM an seiner Praxis gefragt. Es wurde aber vom Minister refusiert.
Wie steht ihr dazu? Ja, also wir begrüßen es schon, wenn ein Doktor so eine Initiative hat, weil bekanntlicherweise fehlen uns schon jahrelang die IRMen. Also wo ist das Problem? Für wen kriegen wir kein bei? Also es um finanziellen Enjeu oder als Minister, die hier die Responsabilität nicht hält? Oder auf wem leiden die überhaupt? Also wenn ein Heim muss 6 Monate werden, bis das ein Rendezvous kriegt und die Leute in Deutschland geschickt haben. Also ich meine, das ist nicht alternativ. Also wir sind 300% unterstützen wir den Doktor, den die Initiative hat. Wie die Leute gehen bei den Steuern oft bestraft vom Staat? Die will die Strafen aufschaffen. Ja, also das ist ungerecht. Ich meine, ein Koppel, die 40 Jahre lang zusammen war, wo Madame die Zeit daheim war und nicht geschafft hat, das ist das klassische Modell. Die Leute, die gehen dann, wenn der Partner oder die Partnerin stirbt, das ist gestraft. Also das ist eine Ungerechtigkeit, höchst 47. Ja. Also wir sind der Meinung, dass man just nach einer Steuerklasse behandelt, das ist unabhängig von einem Zivilstand. Jedwein wird auf dynamische Manier behandelt, jedwein als gleich für ein Gesetz, wie das immer so heißt. Merci, Kami. Merci, dass du da gelächelt hast. Einen schönen Abend.